Sie sind jahrelang super gelaufen, aber jetzt werden Sie vielleicht zum schwarzen Schwan für die Aktienmärkte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das Geschehen heute. Gemeint sind die amerikanischen Tech-Werte, denn gestern hat faktisch die Tech-Berichtssaison begonnen mit der Texas Instruments und die war nicht so wirklich toll hier zu Beginn. Hier sehen wir, dass das Unternehmen nicht nur die Erwartungen in Sachen Umsatz deutlich unterboten hat. Man hat deutlich zweistellig weniger Umsätze noch als im Vorjahresquartal. Gewinnschwächer, der Ausblick des Unternehmens deutlich abgesenkt. Und wir sehen, dass das die Aktien von Texas Instruments 10% verloren haben nachbörslich. Das letzte Mal, dass das passierte, war im Jahr 2008, nachdem Texas Instrument damals Zahlen berichtet hat, also praktisch auf dem Hochpunkt der Finanzkrise. Und das Problem ist an der Geschichte, dass die Märkte sich hier denken, naja, da gab es kurzfristig ein paar Schwierigkeiten, aber dann wird alles super gut. Das sieht man im Halbleiterindex SOX, respektive dem ETF, das auf diesen Halbleiterindex handelbar ist. Da waren wir praktisch auf Allzeithoch. Und das Ganze wird jetzt ein bisschen hinterfragt, eben durch Texas Instruments. Und das könnte der Auftakt sein für etwas, was bisher ein bisschen noch nicht wirklich zur Oberfläche kam. Wir hatten ja in der Berichtssaison erstmal die Banken. Das war okay, das war wirklich ganz anständig. Aber jetzt kommt sozusagen Industrie und Tech, kommen die eigentlichen Kernstücke der Aktienmärkte, wenn man so will. Und die Tech-Werte könnten bald weiter unter Druck kommen. Wir sehen hier zum Beispiel, dass Facebook und Amazon, Amazon wird am Donnerstag berichten, heute ist Microsoft dran, dass die Unternehmen, die Tech-Unternehmen ihre Lobbyarbeit deutlich verstärken, denn der Gegenwind wird immer größer. Gestern hat es schon Facebook deutlich erwischt. Hier sehen wir die Aktie von Facebook massiv unter Druck, nachdem die Bundesstaaten in den USA Gegenmaßnahmen gegen Facebook erlassen, möglicherweise den Konzern aufspalten wollen. Und das ist das ganz große Risiko, dass jetzt diese großen Tech-Player wie Google, denen Ähnliches droht, eben hier gewahren müssen, dass die Dominanz zu groß ist, die sie erreicht haben. Und die amerikanische Geschichte ist voll mit Beispielen, wo man zu dominante Konzerne zerschlagen hat, vor allem im Ölsektor damals. Und da gibt es jemand, der genau das propagiert, und das könnte und sozusagen auch der schwarze Schwan sein. Das hier ist Elizabeth Warren, die diese Tech-Konzerne aufspalten will und das auch so klar formuliert hat. Das heißt, wenn die Märkte jetzt eine zunehmende Wahrscheinlichkeit einpreisen müssen, dass Elizabeth Warren Donald Trump ersetzen könnte, und derzeit ist man sich nicht mehr so sicher, dass Donald Trump wirklich die Wahl gewinnt, wenn jetzt die Wirtschaft weiter absagt, wenn Donald Trump weiter Dinge tut, die doch vielen Leuten gegen den Strich gehen, dann könnte es eben sein, dass Elizabeth Warren das Rennen macht, nachdem Joe Biden durch Trump selber angeschossen ist. Und da, wie gesagt, dürfte es eng werden, vor allem für die Tech-Konzerne, die dürften aufgespalten werden. Warren will eine höhere Steuer für die Superreichen, und das macht Sinn. Ich hatte gestern diese Grafik gezeigt, die eigentlich alles auf den Punkt bringt. Hier sehen wir die Top 0,1%, die praktisch genauso viel besitzen wie 90% der amerikanischen Bevölkerung. Und es wäre eine Art Umverteilung von diesen Top 0,1% wieder in Richtung der 90%. Structural Change ist das Schlagwort von Elizabeth Warren. Das könnte sehr populär werden bald oder ist schon sehr populär. Denn die Amerikaner merken, dass diese Umverteilung immer krasser wird. Die 0,1% besitzen die Hälfte des amerikanischen Aktienmarkts, nämlich 50%. Das sind eben solche Leute wie die Google-Gründer, wie Jeff Bezos von Amazon, wie Mark Zuckerberg von Facebook. Also diejenigen, die wirklich hier zu spektakulärem Reichtum gekommen sind, die könnten geschröpft werden. Und das sind diejenigen, die eben die Aktien besitzen, vor allem die Tech-Aktien besitzen. Und so könnte das Ganze, könnte der ganze Kreis sich dann schließen. Früher oder später werden die Märkte eine gestiegene Wahrscheinlichkeit einpreisen müssen, dass Elizabeth Warren das Rennen machen könnte zumindest. Und dann wird es vielleicht ein bisschen volatiler an den Märkten. Was haben wir noch? Wir haben jetzt die Situation, dass der Nasdaq gestern deutlich Schwäche gezeigt hat. Auch durch Facebook, Netflix gestern sehr schwach. Wir sehen, dass wir hier doch deutlicher nach unten gekommen sind. Der S&P 500 hat es nicht geschafft, jetzt diese 3000er Marke mal nachhaltig zu überbieten. Und das könnte bald ein Thema werden. Hier nochmal Tech-Aktien. Wir sehen, dass eigentlich die Earnings-Erwartung konstant seitwärts geht, während eben die Kurse immer weiter gestiegen sind. Da ist also die Differenz irgendwann ein bisschen zu groß. Heute wenig Nachrichten, was jetzt den Handelsstaat betrifft. Carrie Lam könnte abgesetzt werden, die Chefin Hongkongs sozusagen hier.
Darf man gespannt sein, wen die Chinesen dann einsetzen wollen. Das könnte nochmal ein Unsicherheitsfaktor sein in Sachen Brexit, das gewöhnliche Chaos. Parlament hat den Zeitplan von Boris Johnson nicht abgenickt. Das dürfte für Johnson schwierig werden. Der wird jetzt oder hat ja diese Verlängerung beantragt. Noch hat sich die EU nicht geäußert. Frankreich widerstrebt ein bisschen. Also es ist nach wie vor möglich, dass wir hier Neuwahlen sehen. Und das hat gestern auch die Laune an den Märkten so ein bisschen verdorben. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, die Charts wieder von Capital.com. Wenig bewegt, hielt sich besser, weil Boeing gestern ganz gut performte. Hier haben wir den S&P 500 nach wie vor in einem sehr großen Zeitfenster bei 2.990, aber eben deutlich unter der 3.000er Marke. Wir haben den Nasdaq 100, der eben deutlich schwächer ist. Hier sehen wir, dass da durchaus was passiert ist. Da ging es mal 120, 130, 140 Pünktchen nach unten. Jetzt der Versuch einer Erholung. Der DAX kommt rein bei 12.692. Pardon. Ist also nach wie vor knapp unter der 12.700er Marke. Wir sehen den Euro leicht nachgebend weiter. Der pumpt jetzt so ein bisschen ab, dürfte aber dann im zweiten Anlauf nochmal richtig Gas geben. Wir sehen, dass Gold leicht zulegen kann, 1489. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei $54.12. Also, es dürfte so sein, dass Tech jetzt Schwierigkeiten bekommt. Das ist etwas länger schon meine These, dass wir kurzfristig, im kurzen Zeitfenster sehen werden, dass Bankaktien besser laufen, speziell in den USA, eben wegen der Versteilung der Zinskurve, die Fed vorhat. Was ist da los am Repo-Markt? Das ist die große Frage. Gestern die Fed 100 Milliarden rein investieren müssen, zur Verfügung stellen müssen. Da ist Stress im System. Dementsprechend sollte man auch übergeordnet für die Banken auch in den USA vorsichtig sein. Gleichwohl im kurzen Zeitfenster dürfte das noch gut gehen. Irgendwann werden wir erfahren, was da im Repo-Markt der Fall ist. Was da wirklich abläuft, das wissen wir nicht. Im November jetzt beginnt ja das Nicht-QE. Der Fed wird die Treasury-Bills kaufen. Aber die Tech-Aktien könnten jetzt vor einer schwierigen Zeit stehen. Wir haben heute dann jetzt nochmal Boeing und Caterpillar, die berichten werden. Beides um 13.30 Uhr. Das dürfte den Handelsstart in den USA dann maßgeblich prägen. Und nachbörslich kommt dann Microsoft. Das wird dann die Fortsetzung der Tech-Berichtssaison, die wahrscheinlich entscheidend ist mit diesen Industrials wie Boeing und Caterpillar, die wirklich das Herz eben an der Wall Street sind. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Mittwoch Ihnen heute. Bis dann, Servus und...